Schreibst einmal einen Scheißhäusl bloß, habe ich mir gedacht. Aber dann habe ich es wieder bleiben lassen. Erstens spiele ich bei keiner Rentnerband. Und zweitens habe ich innerlich schon wieder gehört, wie es Matschke und mein Albi nur solche Sachen. Aber sogar die blödeste Ranzerei geht dann mit der Zeit ins Gemüt und du denkst dir, naja, schreibst denen halt einmal was, wo sie sich nicht gleich mit dem Bier verkutzen und den Löffel schlucken. Na, so habe ich halt was geschrieben von einem Kaffeehäferl. Und einem Sozialporno über arme Hausfrauen, die was von ihren Alten abgehauen und triggert werden und so. Was halt gern hören, die Ranzer. Ich habe was geschrieben über geschissene Typen, die was sie mindestens für einen Indiana Jones halten, wenn sie einmal schwarz fahren in der Tramway. Und die dann aber ganz klar werden wie ein Schlumpf, wenn sie echt von einem Schwarzen erwischt werden. Und die was dann auch noch umeinander rehren und liegen. Und daheim tögeln sie dann dafür die Kinder und bringen einen Hund fast um. Den Scheißeisel bloß, wie man denkt, den kannst du noch alle weinschreiben. Na gut, was muss in einem Scheißhäusl bloß alles drin sein? Was müssen da für versteckte geistige und natürlich auch naturalistische Zutaten rein? Nein, die Scheißwischl, die kannst du überhaupt gleich halten. Und von denen feilerten Klobmuscheln müssen wir auch nicht anfangen. Wir wissen ja eh, wo wir sind. Nein, ein Scheißhäusl bloß muss so aufbauen, wir wollen noch kein einziger Mensch eine Ahnung hätte, was das sein könnte, der Scheißhäusl. Vielleicht sogar ein bisschen so auf Holz haben, wie es die Biefke gern haben. Wo soll der Mensch denn hin, wenn er einen übermächtigen Drang verspürt, in jedes kleine Häuschen und Kabäuschen? Und dann lachen schon die Biefke. Weil sie natürlich eh nicht wissen, wohin. Und dann musst du arbeiten mit so Doppeldeutigkeiten und musst vielleicht auch noch anfangen von dem wunderbaren Kölnischwasserduft in dem Kabäuschen. Und da schlagen sie sich dann eh schon auf die Schenkel, die voll fetten Schrumpfgermane. Und dann redest du vielleicht auch noch von einer denkwürdigen Räumlichkeit. Von heftigen Trompetenstößen und berückenden Düften. Von ein paar ehrliche Schaß halt. Und dann schunkeln sie eh schon und prosten sie zu, die reichsdeutschen Wappler. Allerdings, so kriegst du noch lang keinen Blues zusammen. Ein Blues-Text ist ja fast das Gegenteil von einem Kabarett. Und schon gar von einem deutschen Kabarett. Nein, ein echter, ein erdiger Scheißhäusl-Blues muss mit dir selber was zum tun haben, muss aus dir rausplatzen, er muss mit dir durchgehen wie ein Ross, wenn sie mit der Schaufel auf dem Arsch hauen. Und weil es ein Blues ist, sitzt du natürlich in dem Text von dem Blues mit einem mörderischen Liebeskummer am Scheißhäusl und möchtest dir am liebsten selber runterlassen, die Klospülung ziehen und runtergeschwappt werden in Kanal. Warum? Na, weil die Linche hat sitzen lassen und die Karin auch ein Pamperlatsch von einem anderen kriegt und die Gabi schon das dritte Mal nicht zu einem Rande gekommen ist. Und sogar der Käse Heribert, von dem keiner um Gottes Willen nichts wissen darf, in der letzten Zeit ziemlich auslässt und auch nur mehr daheim umeinander hängt bei seiner Familie. Ja, so kann es gehen. Aber dann hast du schon ein bisschen was beieinander für dein Scheißhäusl bloß. Und wenn es dann noch einen nimmst, du bist Hakenstadt und dein Alte hat die Abe und das geschissene AMS versteht die menschlich auch nicht wirklich und sie behandelt dort wie das letzte Arschloch und was vielleicht dann auch noch ein paar Scheißhäusl-Aktionen von der Arschregierung unauffällig, aber wirksam in den Blues reinlässt. Und zwar genauso wie es ganz still und heimlich einen irrsinnig stingenden Scheiß quasi in den Raum stößt, als Diskussionsgrundlage. Da geht der Zeit, dass du ihn wirklich zusammenkriegst, dein Scheißhäusl-Blues. Und dann siehst du endlich, was du selber für ein Scheißhäusl bist und könntest ein bisschen zu laut vielleicht wenigstens einmal über dich selber lachen. Okay. Ich mache ja öfters einmal Fragen. Das hat jetzt den Vorteil, dass man da hin und wieder noch eine einfügen kann, eine Eiche. Fragen. Haben alle Visagisten eine Visa-Card?
Ärgert sich ein Voyeur über ein Milchglashaus? Nennt man Menschen, die nur griechischen Schafkäse essen, Fetaschisten? Braucht der Mietesser eigens Gedeck? Muss man Architekturstudium absolviert haben, damit man Erbauungsliteratur schreiben kann? Gibt es ja Zeitstellungen über den Fußball? Sind Propheten vier Partys? Entspringen wirklich alle Fehlerquellen in den Berg? Ist Gedankenübertragung ansteckend? Und so die Wirtfirmen gefallen sind? Wann steigen sie wieder auf? Sind Insekten, die man mit Duss-Insektenspray einsprüht, enthusiasmiert? Sind Erdnüsse bodennahe Testikel? Oder auch Klotz hat da manchmal Glückssträhne? Nicht für Dioktrin oder blinde Passagier. Gibt's zu Silvester für türkische Witwen einen Döner verwandt? Hassen kleine männliche Singles Einzelmännchen? Dürfen in Club Med nur Ärzte eine? Oder Reanimateure? Herrscht da am Mount Everest manchmal dicke Luft? Ist die männliche Form von Zoffe wirklich Zoff? Ist ein Wappler, der aus nichts was lernt und deswegen jeden Tag wieder dieselbe Erfahrung macht, der Déjà-Würstel? Kann man den Ausdruck Wohnfurte Rot mit Straßenverkehrsopfer übersetzen? Wer bockt einen Vollkoffer? Hat jeder Zinssatz einen Punkt? Wenn das Legoland einstürzt, gibt es dann einen Dominoeffekt? Wenn Gott nicht wirft, wieso gewinnt er immer bei meinem Scherger dich nicht? Bestehen Fernsehserien wie Emergency Room nur aus Notaufnahmen? Fürcht sich der Herzkasperl vom Krokodil? Ging in Luft getan, weil Smog verstimmt? Nennt man eine Mischung aus Meters, Kilosekunden, Einheitsbrei? Und soll man dann noch an jeden Strohhalm greifen und kraut kein Koks da ist? Muss ein Waschbrettbauch immer sauber sein? Hat der Kardinalschnitt die theologische Vorbildung? Woran ist der tote Winkel gestorben? Wie viele Eierkäpfe gingen in einem Quadratschädel? Hassen Stalker im Internet Klammeraffen? Steckt in einer leeren Disco nur der Problembär? Trinken Choleriker nur Hefelkaffee? Darf man Sushi mit Fischstäbchen essen? Dürfen Nordic Walker einmal nach Süden gängen? Wird die Schnupfenzeit von einer Rotzglocken eingeleitet? Wird sich die Ozonschicht wirklich eines Tages in Luft auflösen? Oder ist das nur Treibhauseffekthascherei? Gängen Mathematiker am Bruchstrich? Gängen Botaniker in die Binsen? Sind Meeresbiologen ihr ganzes Leben auf Tauchstation? Warum schlagen Leichtathleten nicht einmal eine andere Laufbahn ein? Versteckt sie hinter jeder Dumpfbacken ein Weisheitszahn? Und gelten Fremdsprachenkenntnisse bei der österreichischen Polizei als Dienstwaffe? Was hat die Fakt eigentlich gegen Ausländer? Warum ist die immer so migrantig? Haben sie auch nie inhaliert? Oder haben sie immer gesagt, kann ein bisschen mehr sein? Hast in einer 60er Stallung ein Gleichgewicht des Schleckens? Enden die Domainnamen von sechs Seiten immer auf Org? Ist ein Rocker der Gesangsverein ein Hardcore? Wann böse Mädchen überall hinkommen, warum kommen sie nie zu mir? Wo war das Domina? Zeigt Ihnen Ihr Alkoholspiegel auch immer ein verschwommenes Bild? Und kann man eine Klomuschel auch als Sollbrechstelle bezeichnen? Wenn man die Grenzen zwischen Genie und Wahnsinn überschreitet, wir verstanden schickte von mir. Heißt, das Gegenteil von einem Tsunami.